Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wie ihr draußen sehen könnt, es ist Herbstwetter, es ist kalt und das perfekte Wetter für eine schöne türkische Linsensuppe, denn die hat auch ein kleines bisschen Feuer, ist würzig und schmeckt einfach super, super gut. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere türkische Linsensuppe brauchen wir natürlich Linsen, rote Linsen. Die habe ich hier gut mit kaltem Wasser abgewaschen, bis das Wasser klar ist. Denn da geht jede Menge Stärke noch raus und die wollen wir nicht in der Suppe haben. Dann Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, ein wenig Pulbiber nennt sich das. Das sind scharfe Paprikaflocken. Dann Tomatenmark, etwas Olivenöl, getrocknete Minze. Wer keine getrocknete Minze als Gewürz zu Hause hat, der kann auch einfach frische Minze nehmen. Dann brauchen wir ein wenig Butter, Zitrone, Salz und Pfeffer. Ich glaube, Salz und Pfeffer ist so ziemlich in jedem meiner Rezepte. Und das war's auch schon. Wer das Rezept vegan halten möchte, der kann auch die Butter einfach rauslassen. Die Butter nehmen wir ganz zum Schluss mit ein wenig von dem Tomatenmark. Aber das seht ihr dann gleich in dem Rezept. Das Gemüse würfeln wir erstmal grob. Eine Zutat habe ich noch vergessen, Knoblauch. Ich nehme mir eine schöne große Zehe. Und die hacken wir einfach auch grob. Es wird nachher sowieso alles püriert, also es muss jetzt nicht super fein gehackt werden. Wir fangen an und geben unser Olivenöl in einen Topf. Kann ruhig kalt sein, denn wir wollen erstmal den Knoblauch reingeben. Und so kann der schön seinen Geschmack an das Öl abgeben. So, dann der Knoblauch in das Öl. Lassen wir das Ganze erstmal heiß werden, damit der Knoblauch so ein bisschen den Geschmack an das Öl abgibt. Und dann geben wir Zwiebeln und Karotten dazu. So, jetzt ist unser Öl schon heiß. Das Ganze blubbert schon ein bisschen. Jetzt können wir auch ruhig die Zwiebeln und die Karotten dazu geben. Das Ganze soll hier übrigens keine Farbe nehmen. Wir reden von Anschwitzen. Das heißt, ein bisschen weich dünsten, ohne dass es Farbe bekommt. Und wieso mache ich das überhaupt? Warum gieße ich nicht einfach direkt Wasser auf alles? Ganz einfach. Das Öl wird natürlich ein bisschen heißer, als wenn ich nachher das Ganze im Wasser koche. Und so kriegen wir ein bisschen mehr Geschmack aus der ganzen Sache rausgelöst, weil ich ein bisschen mehr Hitze einfach habe am Arbeiten. Und sobald ich Wasser drauf gieße, heißer als 100 Grad wird es nicht mehr. Und daher ist das Anschwitzen wichtig. Ich gebe immer gerne gleich eine Prise, also eine gute Prise, Salz mit dazu, denn das zieht noch so ein bisschen den Geschmack aus dem Gemüse auch raus. Ich habe in dem Rezept übrigens gar nicht gesagt, wie viel Wasser. Müsst ihr auch gar nicht abwiegen, sondern ihr gießt einfach so viel Wasser drauf, dass alles Gemüse nachher gut bedeckt ist. Ihr müsst bestimmt sogar noch ein bisschen Wasser nachgießen, weil die Linsen noch ein bisschen aufsaugen. Aber da könnt ihr nichts falsch machen. Macht einfach so viel Wasser rein, dass es bedeckt ist. Nachgießen, wenn es zu dick ist, könnt ihr immer noch. So, dann geben wir auch unsere Kartoffeln dazu. Unsere Linsen. So, dann geben wir auch das Tomatenmark mit dazu. Ich hebe ein kleines bisschen auf. Das werden wir nachher mit der Butter zusammen auslassen, separat. Und das geben wir oben auf die Suppe drauf. So, ähnlich mit dem Pulbiber. Nach Geschmack. Ich will es nicht zu scharf machen. Ich mache jetzt hier nur ein kleines bisschen rein. Auch das schwitzen wir kurz mit an. Am besten gebt ihr übrigens das Tomatenmark rein mit den Kartoffeln, bevor ihr die Linsen dazu gebt, denn dann lässt es sich deutlich besser anschwitzen. Denn die Linsen müssen wir nicht mehr anschwitzen. Dann füllen wir das Ganze mit Wasser auf. Diese Suppe ist übrigens nicht nur sehr lecker, sondern sie ist auch einfach wirklich gesund und sättigend durch die Linsen, die Kartoffeln.
enthält sie auch viele Nährstoffe und Proteine, vor allem durch die Linsen. So, jetzt habe ich mein Gemüse bedeckt. Wird sicher nicht reichen, das Wasser, aber lieber gieße ich später noch ein bisschen auf. Dann würzen wir aber das Ganze schon mal. Pfeffer kann auf jeden Fall gleich mit rein. So, jetzt rührt noch ein bisschen mehr Salz. Dann kochen wir das Ganze. Dauert etwa 15 Minuten bis maximal 20 Minuten. Wenn die Suppe einmal aufgekocht hat, dreht sie runter, denn die Linsen brennen auch schnell mal an. Immer wieder mal rühren, damit da nichts passiert. Und dann lassen wir das Ganze nur noch leicht köcheln, bis das Gemüse und die Linsen gar sind. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen, Zeit zum Pürieren. Einen kleinen Schuss Wasser kann hier noch ruhig rein, damit das nicht zu dickflüssig ist. So, Konsistenz ist super. Checken wir mal den Geschmack. Sehr lecker. So, jetzt können wir unsere getrocknete Minze dazugeben. Ich habe jetzt hier nicht alles genommen. Halber Teelöffel bis Teelöffel. Ihr könnt natürlich auch frische Minze nehmen, wie schon gesagt eben. Die mache ich jetzt extra nicht vor dem Pürieren rein, damit wir die nicht komplett mitpürieren. Das mit der Minze, getrockneten Minze, ist übrigens echt, echt lecker. So, jetzt kommen wir zu der Butter. Ich glaube, in der türkischen Küche ist Butter mindestens so beliebt wie in der französischen auch. Es wird sehr viel mit Butter gekocht. So, und da geben wir jetzt unsere Tomatenpüree dazu. Ihr könntet hier auch Paprikamark nehmen, das bekommt ihr im türkischen Laden. Das ist super lecker, ist halt ein bisschen würziger, also gibt es scharf und leicht süßlich, das kann man sich aussuchen. So, die Butter sollte hier schön schäumen. Dann lösen wir dieses Tomatenmark da schön auf. Und das Ganze träufeln wir dann einfach da oben über die Suppe drüber. Dazu passt wunderbar ein frisches Fladenbrot. Schaut euch dazu auch mal meine Playlist an mit Broten, da findet ihr auch ein Fladenbrotrezept. Zitrone würde ich immer separat geben, nicht jeder mag Zitrone in seiner Suppe. Ich bin eher so ein Fan von wenig, manche mögen sehr viel. Deswegen macht das separat, dann kann jeder so viel Zitrone in seiner Suppe machen, wie er das möchte. Ein bisschen von dem Paprika könnt ihr euch oben noch drauf schauen, wenn ihr es schärfer möchtet. Und dann gebt ihr einfach ganz zum Schluss so ein bisschen von dieser Butter drauf und wenn ihr möchtet, noch ein bisschen frische Minze zum Garnieren und fertig ist eure türkische Linsensuppe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.